ist ein Wort in meinem Herzen, starke Wurzeln schlägt. Und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst dies Wunder tun. Herzlich willkommen, wir lesen die Bibel. Heute Lukas Evangelium Kapitel 17, die Verse 20 bis 25. Als Jesus aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohns, und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier, geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Das ist eine berechtigte Frage. Ab wann regiert Gott? Wann passiert das? Woran erkennt man das? Wann kommt die Gottesherrschaft? Das ist die Frage, die sie umtreibt. Und die Antwort, die Jesus gibt, ist missverständlich. Jedenfalls hat man sich immer den Kopf darüber zerbrochen. Was meint er denn nun eigentlich? Er sagt, das Reich Gottes, die Gottesherrschaft, also dass Gott regiert, das kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Also heißt das, da kannst du nichts sehen? Das gibt es eigentlich gar nicht? Beobachten heißt ja zunächst mal, du bist ein Zuschauer. Du schaust eben zu, du beobachtest etwas. Und das ist der erste Punkt an der Geschichte, der sehr, sehr wichtig ist. Wir möchten immer gerne Zuschauer sein. Wenigstens zuerst. Und dann mal sehen, was da so läuft. Und dann können wir immer noch gucken, ob wir dem näher treten wollen. Ob wir uns darauf einlassen. Aber zunächst mal wollen wir Zuschauer sein. Das heißt, auf Abstand bleiben. Und da sagt Jesus, das geht nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Das gilt generell, ich weiß nicht, jeder Mensch kennt das ja auch, wenn er nach Gott fragt, dass es Zweifel gibt und sagen, wo ist er denn, kann ihn nicht sehen, ist das alles bloß ein Gedanke, bilde ich mir das nur ein, kriege ich das nur vorgeschwätzt und plapper das nach, aber in Wirklichkeit ist da gar nicht diese Fragen gibt es ja. Und deshalb, und da muss man nachgehen. Und die darf man nicht verdrängen. Ich brauche eine Antwort. Wenn das nicht beantwortet werden kann, dann ist das eine ganz, ganz schwache Sache. Und immer haben wir das Problem, wir möchten Zuschauer bleiben. Und aus der Distanz sehen, wie das mit Gott ist, um dann zu entscheiden, ob wir uns darauf einlassen können oder nicht. Und wo auch immer wir die Bibel lesen, wird uns deutlich klar gesagt, es gibt kein Erkennen aus der Zuschauerposition. Erkennen ist immer zugleich ein Anerkennen. Schon der Ausdruck Erkennen in der hebräischen Sprache ist etwas völlig anders, als wir es in Europa gewöhnt sind, wo das im Kopf sich abspielt, so als Beobachter aus der Distanz, auch kritisch und so. Ne? Erkennen ist im Hebräischen ein Beziehungs-, ein Gemeinschaftsbegriff, so weit, dass für die Intimbeziehung zwischen Mann und Frau das Wort Erkennen gebraucht wird. Das will sagen, es gibt nur
eine Erfahrung, ein Erkennen in tiefer Gemeinschaft. Also in dem Augenblick, wo ich das, was Jesus sagt, auf mein Leben anwende, wo ich das tue, wo ich ihn ranlasse an mein Leben, wo ich ihn anerkenne als den Heiland, als den Retter, als den Helfer, als den Erlöser, als den Herrn, da erkenne ich ihn. Das ist das Allerwichtigste. Wir versuchen immer, unsere Zweifel zu beantworten aus der Zuschauerposition und sagen, die verlasse ich erst, wenn ich weiß, woran ich bin. Und das ist ein Teufelskreis. So komme ich zu keiner Erkenntnis. So, was heißt das denn sonst? Er sagt, es ist mitten unter euch. Also Luther hat das in der alten Übersetzung von Luther heißt es inwendig in euch. Und da hat man gedacht, das ist so in Gedanken, das ist was Geistiges, was also nicht wirklich so gibt, sondern halt eben nur in Gedanken. Nein, es ist mitten unter euch, es passiert, es betrifft das ganze Leben, den Körper, die Zeit, den Besitz, nicht nur die Gedanken. Natürlich auch unser Denken, es gehört ja auch zum Leben. Aber es ist nicht so, dass ich auf Distanz bleiben könnte und mal zusagen, ohne dass ich selber betroffen bin. Aber es bleibt dann doch die Erwartung und die Hoffnung und der Wunsch, irgendwann muss ich das auch mal mit meinen Augen sehen. Oder meine Augen müssen so verändert werden, dass ich die Wirklichkeit Gottes so sehen kann, dass es nicht nur über den Akt des Vertrauens und der Erfahrung gibt, dass ich etwas erkenne. Ja, sagt Jesus, das wird passieren. Ihr werdet euch sehnen nach dem Tag des Menschensohn. Menschensohn ist ein Ausdruck für Weltherr und Weltrichter, dass er kommt und dann erkennbar für uns alle seine Herrschaft aufrichtet. Und er sagt, es werden Zeiten geben, da werdet ihr das noch nicht haben. Aber ihr braucht euch nicht verführen lassen, dass die Leute sagen, ja, pass auf, hinten da ist es. Lasst euch nicht verführen, wenn er kommt, wird das sein wie ein Blitz. Da brauchst du nicht zu diskutieren, hat es geblitzt oder nicht. Das erleuchtet den gesamten Horizont. So wird es sein am Tag, wenn Jesus kommt zum Gericht. Ob es uns passt, ob wir es geglaubt haben oder nicht. Wir werden begreifen, er ist da. Er ist da. Bis dahin, sagt Jesus, so heißt es hier im letzten Satz, in Vers 25, zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Bis dahin arbeitet der König die Schwerarbeit seiner Liebe. Er geht hinein in das Leiden. Die Leute werden ihn verwerfen, die werden sagen, dich brauchen wir nicht, du bist total unbrauchbar zur Gestaltung und zum Aufbau eines erfolgreichen Lebens. Sie werden ihn verworfen, diese Generation. Er wird viel leiden, er geht den Weg ans Kreuz. Das ist die Herrschaft des Königs der Liebe. Der Retter ist. Er geht unter die Lasten. Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und Mühe mit deinen Missetaten, sagt Gott einmal durch den Propheten. Ich tilge über deine Übertretung um meinetwillen. Das tut Jesus. Er geht unter die Lasten unseres Lebens und trägt sie weg. So dürfen wir nach Hause kommen, so dürfen wir Vergebung empfangen, so dürfen wir versöhnt werden mit Gott. Und dann sind wir unterwegs und warten auf den Tag, wo er kommt in Herrlichkeit. Die Toten aus den Gräbern wecken, rufen wird, Gericht halten wird über alle und den neuen Himmel und die neue Erde schaffen wird. Und dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Die Bibel sagt, dass wir dann verwandelt werden, dass unsere Sinne so verwandelt werden, dass wir die Wirklichkeit Gottes sehen können, sodass wir ihn dann so sehen, wie er uns jetzt sieht und erkennt. Das ist eine ganz andere Wirklichkeit. Das ist jetzt noch nicht so. Das ist oft eine Quelle von Zweifeln und Anfechtung. Und da denken wir immer, ich möchte als Zuschauer aus der Distanz mehr Gewissheit haben. Und dann sagt Jesus, nein, es ist mitten unter euch, es passiert in eurem Leben. Du kannst nicht Zuschauer bleiben, wenn du willst, kapieren willst, begreifen willst, erkennen willst. Lass das Wort Gottes in deinem Leben gelten, nimm die Vergebung an, tu das Gebot Gottes in deinem Leben und du wirst spüren, wer der heilige und lebendige und liebende und ewige Gott ist und dass er dein Leben trägt.
Was für ein Wunder, lassen Sie das bitte zu. Ich möchte gerne kurz beten. Herr, ich danke dir, dass du so nah in unser Leben hineinkommst. Amen. Ich wünsche Ihnen von Herzen Gottes Segen. Auf Wiedersehen.